Frühling, Frühling. Sommersaat, okay, hier Blumenmix. Sonnenblumen. Sonnenblumen. Okay, ich hatte noch Honigmelonen. Buchweizen. Oh, ich habe auch noch Dünger, sehr schön. Die Sonnenblumen hast du bestimmt noch alle von da, wo du noch Lina heiraten wolltest. Oder heißt die Lina? Das kann sehr gut sein, dass ich die davon auch noch alle habe. Sag mal, was machst du gerade? Ich versuche was, aber es funktioniert nicht so gut. Weil die ganze Zeit immer irgendein Rauschen habe, irgendwas sage ich jetzt mal. So, Käsefondue. Will ich nicht. Ich verkauf's. Du musst es essen. Ich bin aber kein Fan von Käsefondue. Wieso nicht? Weil ich das normale Fondue lieber mag. Nee. Doch. Raclette ist cool. Ich mag Raclette. Raclette. Raclette ist voll geil. Habe ich das erste Mal vor... Lass mich lügen. Ich glaube vor 2 Jahren bei einem Kollegen gegessen. Was esse ich denn heute eigentlich? Also ich weiß, was ich heute noch esse. Also ich habe jetzt auch schon gegessen, ich habe schon Currywurst gegessen und ich bin ein riesiger Currywurst-Fan. Ich glaube, ich esse Nudeln. Nudeln sind auch so geil. Ich mag eigentlich Kartoffeln lieber. Ich nicht. Also wenn ich mich entscheiden muss zwischen Nudeln und Kartoffeln, definitiv Nudeln. Auch wenn Kartoffeln natürlich auch geil sind. Am liebsten Kartoffeln und dann kommen Nudeln und dann kommt erst irgendwo weit dahinter Reis. Nee, also Reis ist sogar meine Lieblingsbeilage. Echt? Ich mag Reis gar nicht. Ich liebe Reis. Bei mir absolute Lieblingsbeilage. Steht über allem. Erst Reis, dann kommen Spatzel. Ah, Spätzle sind auch gut, ja. Ja, ich liebe Spatzel. Kartoffeln, klar. Nudeln. Alles lecker. Lecker, lecker, lecker. So, hacke ich eigentlich das Gras weg, wenn ich das jetzt so mache? Mal gucken. Ich glaube nicht. Ich kann da einfach gar nicht angreifen, okay? So. Nein, mach ich nicht. Okay, cool. Sehr schön. So, aber ich will das heute nicht aussehen. Aber es regnet. Und? Es wäre voll gut, wenn du es heute aussiehst, dann musst du es nicht gießen. Ja, aber es stürmt. Na und, aber morgen doch nicht mehr. Ja, aber tut, ist es, wenn ich jetzt das mache, stürmt es dann morgen nicht mehr? Ich mach's morgen. Weißt du warum? Düngen. Okay. Dann sehe ich nämlich, wenn nichts gegossen ist, dann sehe ich, was ich düngen kann. Ja, das stimmt. So, jetzt müssen wir nochmal einkaufen gehen, wieder in die Flötenfelder. Weil ich will jetzt halt noch, Honigmelonen habe ich jetzt genug. Ich will auch ein paar Sonnenblumen, will ich auch aussehen. Insgesamt ein paar Blumen. Blumen. Und Dünger will ich noch kaufen. Einfach noch mehr Dünger, weil Dünger ist gut. Ich arbeite voll selten mit Dünger. Ich arbeite immer mit Dünger, obwohl ich keinen effektiven Nutzen sehe. Eben. Also irgendwie... Es ist halt in dem Harvest Moon, ist es so. Also im Baum der Stille merkst du es brutal, wenn du düngst. Weißt du, wenn du nicht düngst, hast du die ganze Zeit irgendwie Normales oder Gutes. Wenn du düngst, wenn du perfekt düngst, bei Baum der Stille hast du die ganze Zeit famos, edel, voll der geile Scheiß die ganze Zeit. Allgemein ist das in dem Harvest Moon ziemlich zufallsbasiert alles Mögliche. Irgendwie schon, ja. Ich kaufe jetzt 99 gewichtige Dünger. Das war jetzt teuer. Das war jetzt sehr teuer. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das weiß niemand so genau, außer du selbst. Ich weiß es ja selber nicht mal.
Einfach weil ich es kann. So, was gibt's denn jetzt heute noch zu tun? Um meine Biester habe ich mich gekümmert. Wollen wir angeln gehen? Badehosen und Blechdosen. Das ist auch eine gute Idee. Aber dann sollte ich ans Meer gehen. Das ist natürlich auch eine geile Idee. Ein bisschen Badehosen, ein bisschen Blechdosen und sowas angeln. Genau. Eine gute Idee. Den Abfall für den guten Oscar. Dann freut er sich wie Oscar. Boah. Danke, Giraffe. Ich mag Giraffen. Waren früher? Schön, aber gruselig auch ein bisschen irgendwie. Gruselig? Warum gruselig? Weil sie riesig sind. Elefanten sind auch riesig. Ja, die sind auch gruselig. Nur also, weil du selbst so klein bist. Ich habe auch Angst vor Pferden. Also was heißt Angst? Angst nicht, aber gesunden Respekt. Ich habe einen Höllenrespekt vor Pferden und ich bewundere Pferde. Pferde gehören zu meinen absoluten Lieblingstieren, meine zweitliebsten Tiere. Echt? Ja, sind so unendlich majestätische Viecher. Ich weiß nicht, Pferde waren noch nie so meins. Und mein Bruder hat ja eine Pferdehaarallergie, da war das dann eh immer so... lieber weg von Pferden und immer schauen, dass da nirgends die Haare von denen rumfliegen und so. Ne, also ich habe Pferde schon immer geliebt. Ich will jetzt den großen Fisch fangen. Ein Wal. Ein Orca-Wal. Ein Thunfisch. Der ist nicht groß. Aber in echt sind die doch groß, oder? Ja, aber in dem Spiel nicht. Da gibt's Viecher, die kosten mehr Energie. Und den will ich jetzt fangen. Nämlich hier. Einen Heilbutt. Findest du eh nicht. Danke für dein Vertrauen, Mina. Gern geschehen. Es ist immer wieder schön, dich dabei zu haben. War ich in der Tierparade schon mal dabei? Nee, oder? Du warst bei Friends of Mineral Town dabei, aber bei Tierparade? Ich weiß es jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht. Also Tierparade habe ich glaube ich immer Caillou dabei gehabt. Ja, ich glaube auch. Aber gut, ich hatte bis jetzt auch nur 4 verschiedene Co-Moderatoren. Einmal dich, ja. Einmal Caillou, Marlene war mal dabei. Ja. Und vor Ewigkeiten war Finn mal dabei. Den kenne ich nicht. Ein Abonnent. Wir haben einfach Lust gehabt, gefragt, ob wir Bock haben, irgendwas zu zocken. Dann haben wir zusammen Smash gezockt. Oh, war cool. Haben wir halt dann zusammen gespielt. Warum auch nicht? Bonne wollte bis jetzt noch nicht. Wir wollten schon ein paar Mal machen, dass wir haben ja schon ein paar Mal gegen einen gekämpften Pokémon. Mhm. Und jedes Mal habe ich ihn gefragt, ob er, wenn ich das kommentiere, ob er dann dabei sein will. Aber bis jetzt wollte er nicht. Naja, wenn er nicht will. Na, wenn er nicht will, dann will er nicht. Mit Marlene habe ich auch schon ewig nicht mehr aufgenommen, ey. Das ist... Wow. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch schon ewig nicht mehr mit Marlene geschrieben oder so. Echt? Wieso nicht? Marlene, Marlene ist ja für mich mit Abstand eine meiner allerbesten Freundinnen. Und ich brauche jetzt nicht jeden Tag mit ihr Kontakt haben, sage ich jetzt mal, dass sie weiß, wie sehr ich sie liebe.
Ja gut, das muss man auch nicht. Und das gleiche gilt für sie halt, weißt. Aber ich habe insgesamt, von meinen ganzen Freunden, habe ich mit relativ wenigen regelmäßig Kontakt. Mit sehr wenigen sogar. Ich habe den meisten Kontakt mit meinem besten Freund, das ist ja Gio. Mit dem schreibe ich eigentlich fast täglich und mit meiner Schwester halt. Aber sonst ist das bei mir auch eher so sporadisch. Ich habe den meisten Kontakt, also fast täglich, mit meiner besten Freundin. Also mit Caillou. Und dann wird's kritisch. Dann habe ich natürlich noch, noch eine andere Freundin, mit der habe ich auch, relativ viel Kontakt. Aber das war's dann. Aber ich finde, dass das auch nichts macht. Also, ich weiß nicht, mir macht es nichts. Solange man sich nicht nie wieder schreibt, ist alles okay. Ich habe damit ehrlich gesagt, gar kein Problem, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich jetzt mit jedem Freund schreiben würde und das täglich, dann erstens, ja, ich werde nur noch am Schreiben. Ja. Arbeiten gar keine Zeit mehr. Und außerdem würden mir meine Freunde auf den Sack gehen. Meinst du? Ja. Das meine ich nicht, das weiß ich. Warum hast du so anstrengende Freunde? Nein, aber ich selbst bin anstrengend. Ach so. Ich sag's mal so, ich bin, ich würde mich jetzt nicht so unbedingt als hundertprozentigen Familienmenschen bezeichnen. Okay. Ich bin so ein Mensch, der ist gerne mal alleine. Sehr gerne. Kenn ich. Und, ich hab da gerne mal ein bisschen Zeit für mich und so und ja, da würde es mir brutal auf den Sack gehen, wenn ich jetzt jeden Tag mit irgendwie mit meinen ganzen Freunden schreiben würde. Die würden mir dann alle brutal auf den Sack gehen. Ausnahmslos. Mit Ausnahme, muss ich sagen, von Caillou. Caillou geht mir nicht auf den Sack. Caillou ist ja auch toll. Caillou ist so unendlich toll. Aber gut, meine anderen Freunde sind auch toll, aber Caillou ist halt einfach, es ist halt einfach Caillou. Ich weiß nicht, ich habe so einen unendlichen Narren an der Frau gefressen. Ist doch schön. Meine Schwester hat mich letztes Mal auch gefragt, warum ich eigentlich mit Gio befreundet bin, weil Gio ist eigentlich voll seltsam. Ja, weiß auch nicht. Ich liebe den halt. Ich bin auch seltsam. Jeder Mensch ist, ja, nicht jeder, nein, aber... 90%. Ja gut, ich sag's mal so, ich hab auf jeden Fall ein paar Freunde, wo mich viele fragen, warum ich mit dem befreundet bin. Weil die Person doch total komisch ist. Aber ich sag dann auch immer, wieso ist doch meine Entscheidung, mit wem ich befreundet bin. Ja, ist es auch. Und es gibt auch genug, so habe jetzt auch Freunde, sage ich jetzt mal. Und es gibt sicherlich auch genug Leute, die über mich selbst, die über mich sagen, dass ich komisch bin. Oh, Mina! Und, Ich würde doch nie behaupten, dass du komisch bist. Nein, niemals. Vor allem nicht an einem Samstagmorgen um 7:45. Nö. Da erst recht nicht. Aber gut, wenn man es so sehen will, dann sind alle meine Freunde komisch. Weil sie stellt sich gern. Richtig, deswegen, weil dann sind sie halt normal. Also ich habe halt normale Freunde, sind halt normal für mich. Die komischen sind halt die, wo nicht normal sind. Also die, wo, ja, anders sind halt. Du verstehst, was ich meine. Ja.
Ich mag halt Menschen, die im Kopf genauso kaputt sind wie ich. Meine Freunde sind zum größten Teil männlich. Bei mir ist es sogar genau umgekehrt. Aber ich komme mit Mädchen auch meistens nicht so gut klar. Ja, Mädchen sind auch eigentlich meistens Zicken. Ja. Und trotzdem habe ich, ist der Großteil meiner Freunde weiblich. Aber ich glaube, Kayo ist so wie ich. Wir sind nicht zickig. Wenn uns was nervt, dann sagen wir es den Leuten halt ins Gesicht und nicht so hinten rum und... Das ist es, was ich an Kayo so unendlich liebe. Ja. Diese offene Ehrlichkeit. Weißt du, wie du gesagt hast, wenn der was nicht passt, dann sagt sie dir ins Gesicht, dass der was nicht passt. Ja, richtig. So soll es eigentlich auch sein. Aber viele Frauen oder Mädchen machen das nicht. Ich verstehe nicht, wieso. Weiß nicht. Aber ich mag's auch lieber, wenn sie einfach mal sagen, wenn was ist, dann einfach direkt ins Gesicht, bam, passt schon. So, jetzt sehen wir noch ein Bad in der heißen Quelle. Muss es auch mal sein. Warst du eigentlich selber schon mal in der heißen Quelle? Nö. Will ich unbedingt mal. War ich auch noch nie, aber ich will unbedingt mal in so eine heiße Quelle. Hey, der Gartenzwerg ist da. Hä? Ja, da, siehst du ihn? Ja. Da ist er, der Gartenzwerg. Der ist nicht jeden Tag da, glaube ich. Und wieso ist der jetzt da? Weiß ich nicht, weil er halt da ist. Wie komisch. Ist er dasselbe mit der Ente? Oh, heute ist er nicht da. Die Ente ist, glaube ich, morgen da. Ich glaube, die ist immer an den Tagen nach dem Regen da. Echt jetzt? Keine Ahnung, aber wäre eigentlich logisch. Weiß nicht, ich mag die Ente. Ich habe mir auch erst vor kurzem eine Gummiente gekauft. Muss ich dir dann unbedingt zeigen. Da war ich ja mit einer Freundin, war ich frühstücken. Mhm. Haben wir Kaffee getrunken, bla 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 bla. Dann bin ich halt rein, hab ich halt gezahlt. Und dann haben die neben der Kasse so eine Gummiente gehabt. Und die fand ich so toll, weil die ist so Kupfer-Bronze-Farben ist die. Oder so ein schmutziges Gold. Mhm. Und die fand die voll cool. Und dann habe ich mir sie gekauft, weil ich finde die cool. Weil ich muss sie haben, weil sie ist cool. Sie sieht cool aus. Und deswegen wollte ich sie haben. So, Mina, wie viel verdienen wir heute? Schnell, Mina, du hast nur 5 Sekunden. 48.000. Das ging jetzt schnell. 48.000. Ich sag, wir kommen auf die 100. Wow, bin ich nicht gut, hä? Bin ich nicht gut? Oh, wow. Ich sag, wir kommen auf die 100, wir kommen auf 101.000. Ah. Aber verschätzt. Also ich. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das. Hast du deine Frau gefragt, ob sie mit dir zum Glühbirnchenfest geht? Scheiße. Oh Mann. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Okay. Und das ausgerechnet, wenn wir zwei zusammen aufnehmen. Voll super. Oh, ja, Gott, das steht auf. Die ist so süß. Natürlich, es ist süß. Ich hab's nach Marlene benannt. Oh, bitte Gott, Papa. Jetzt rede. Ja. Papa. Oh. Voll süß, ey. Wow, Marlene spricht. Komm, sag Mama, Hexe. Das wäre es so gewesen, wenn sie... Hexe! Oh, so süß. Spike, wie sollte ich das Kind rufen? Hä? Papa? Kann ich jetzt... Das Kind soll dich mein Herr und Gebieter nennen. Jetzt hätte ich jetzt irgendwie eingegeben oder so, aber ich kann nichts eingeben. Ah, das ist perfekt. Schade. Unglaublich, Kinder werden so schnell groß. Sei still! Weißt du, wie lange ich darauf warte, dass dieses kleine Ding groß wird? Und jetzt sitzt es da voll fröhlich. Ah, voll süß.
Oh, wie willst du mit deinem Kind reden? Leidenschaftlich oder verträumt? Das klingt beides ziemlich falsch. Eigentlich muss ich sagen, eher leidenschaftlich, weil es passt, passt besser zu mir. Hm. Das würde ich glaube auch nehmen. Nehmen wir leidenschaftlich? Ja. Nehmen wir leidenschaftlich, ja. Das wäre schön. Ich kann es kaum erwarten. Oh, das ist doch jetzt perfekt. Und jetzt kannst du mit dir reden? Ich habe keine Ahnung. Oh, schade. Was liegt da jetzt immer noch drin? Normales Sandwich. Deine Frau hat sich gar keine Mühe gegeben. Oh, gar keine, voll langweilig. Hey, da. Ich klatsche jetzt einfach nur ein Sandwich entgegen. Das hat einfach gar nichts gebracht, dass sie jetzt spricht. Hm. Aber hey, wir haben davor... Das müsst ihr jetzt mal bedenken, Leute. Bevor Kai und ich hier jetzt geskypt und aufgenommen haben, hat sie mir auch noch geschrieben. Habe ich gerade gesagt, Kai und ich? Ja, hast du. Hallo, Kai. Hi. Es ist immer die Macht der Gewohnheit. Wir zwei nehmen einfach viel zu selten auf. Aber lieber sagst du zu mir Kaio als zu Kaio aus. Wir sehen Mina. Ich glaube, das wäre schlimmer. Das passiert auch irgendwie. Warum wäre das schlimmer? Ich würde das schlimmer finden, weil du mit ihr viel mehr zu tun hast als mit mir. Ich habe mit Kaio viel, viel, viel mehr zu tun. Deswegen wird es ja auch nicht eher weniger passieren, aber trotzdem. Auf jeden Fall, bevor Mina und ich aufgenommen haben, hat sie mir in Skype noch geschrieben, weil ich habe halt überlegt, was sollen wir jetzt machen? Sollen wir jetzt Harvest Moon spielen oder sollen wir Story of Season spielen? Und im Endeffekt habe ich mich dann doch für Harvest Moon entschieden. Und dann hat sie halt gesagt, ja, sie will halt auch unbedingt sehen, wie Marlene endlich groß wird. Und jetzt wird sie groß. Und das hat direkt in dem Part, direkt da, wenn wir zwei aufnehmen, ist doch perfekt. Ja. Das war doch jetzt echt perfektes Timing, würde ich jetzt mal meinen. Es ist einfach meine Anwesenheit. Die bringt Kinder dazu, zu reifen und zu wachsen. Das bedeutet, wenn wir zwei jetzt, beim nächsten Mal, sage ich jetzt mal, ist dann, wenn du dabei bist, ist Marlene dann ein Teenager. Ja. Ganz genau. Jetzt müssen wir das nur noch so timen, dass das auch wirklich der Fall ist. Boah. Ich finde das halt einfach nur noch genial, weißt? Wir zwei skypen halt schon relativ selten, sage ich mal, oder besser gesagt, nehmen relativ selten zusammen auf. Und genau dann, wenn wir zusammen aufnehmen, genau dann passiert das. Das ist sehr schön, das passt einfach, ist einfach schön. So, ja, dann würde ich aber mal sagen, dann können wir es jetzt mal gut sein lassen, weil ich muss ja das Ganze auch irgendwie zurechtschnibbeln, sage ich jetzt einmal. Das Glühwürmchenfest ist heute und ich habe vergessen, mit meiner Frau zu reden. Achso, nee, du hast mit den anderen Mädchen ja auch nicht geredet. Nee. Geht es? Kannst du einfach mit einem anderen Mädchen zum Glühwürmchenfest gehen? Nein. Achso, okay. Weil im Endeffekt habe ich ja mit anderen geredet und ihnen was geschenkt, weißt? Ja. Das wäre auch voll gemein so. Voll der fette Casanova, weißt? Voll der Libero, sage ich jetzt mal, der irgendwie mit 5 Frauen auf einmal hat. Ja. Hat irgendwie 5 Frauen, sage ich. Deswegen kann man in dem Spiel verschiedene Häuser haben. Jetzt verstehe ich. Ja. Oh, das wäre mal eine super Erweiterung. Alter. Das wäre was für mich. So würde ich dann spielen. Ich würde alle rumwickeln und meinen Finger, alle Weiber. Ja, das ist, so eine bist du dann also. Ja, in Spielen schon. Ach so, ja, in Spielen schon. Meine Sims gehen auch immer fremd. Sehr schön. Ja, dann würde ich mal sagen, beim nächsten Mal schauen wir mal. Vielleicht kann man das ja noch irgendwie umändern. Also aufs Glühwürmchenfest werde ich auf jeden Fall gehen. Vielleicht sieht das Spiel es ja dann automatisch irgendwie, weil wir jetzt verheiratet sind oder so, oder nicht, oder... Auf jeden Fall werde ich beim nächsten Mal, beim Glühwürmchenfest,
dabei sein, sage ich jetzt mal. Ich versuche es auf jeden Fall. War auf jeden Fall schön, sage ich jetzt mal, dass du dabei warst, Mina. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, du immer gerne. Da habe ich mich auf jeden Fall gefreut. Ist immer schön, wenn du dabei bist, sage ich jetzt mal. Und kriegen wir sicherlich auch bald mal wieder hin. Bestimmt. Ja, garantiert. Guti. Ja, und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, also gut, Leute, das war dann Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.